Ich mag diese Tage, an denen man aufwacht und genau weiß, dass irgendwas passieren wird. Man weiß noch nicht, wie es passieren wird und wie es sich anfühlt, aber man weiß, dass danach alles anders wird. Heute ist so ein Tag. Zu Ihnen stellen? Und Feuer wollen Sie bestimmt auch. Ja, das stimmt. Danke. Ich habe heute Abend noch nichts vor, falls du das wissen willst. Haben Sie was gesagt? Was? Sie haben doch gerade was gesagt. Haben Sie nichts gesagt? Die Sonne scheint. Die Sonne? Da drüber meine ich. Ach so. Danke nochmal. Auf Wiedersehen. Kosmetik Salon Rose, Look ins Land. Und Emma, wie fühlt man sich hinterm Steuer? Ja, die ersten 20 Kilometer ging's glatt. Naja, bis eben jetzt. Wieso? Ist irgendwas passiert? Naja, ist ja nichts Schlimmes. Da stand auf einmal die Maria im Weg. Die Maria? Na, die Heilige. Oder ich glaube, die da, die ist aus Gips. Ich glaube, ich würde mal offen fahren. Und? Wie läuft's bei dir? Ach, hier läuft's sehr gut. Gut, super. Du, ich muss jetzt auch Schluss machen, da kommt gerade eine Kundin. Was ich dir noch sagen wollte, wenn die Frau Geisler kommt, ja, sei nett zu ihr. Sie ist so ein bisschen anstrengend und redet viel, aber sie bringt heute die Leute. Also, servus. Es kann ja nicht anders. Aber wie soll ich denn das machen? Telefonier du nur. Hä? Der Walter hat eine E-Mail geschrieben. Wenn der Berg von dir sieht, dann ist der Walter gefeuert. Dreh dich mal um. Du da. Mach schon. So ist das Leben, Franziska. Knapp vorbei ist auch daneben. Ich kann mal den Fahrschein sehen. Hallo, Entschuldigung. Kann ich mal den Fahrschein sehen, bitte? Hast du keinen Fahrschein? Wenn du keinen hast, dann muss ich dir leider mitnehmen. Hallo, du bist Englisch. Lassen Sie mein Kind los. Moment einmal. Was machst du auf? Jetzt plötzlich fliegst du einmal ganz schön knapp eben. Die haben wir ganz gut ausgetrickst, die Kontrollettis, was? Ich bin Franziska und wie heißt du?
Kannst du mich verstehen? Ha? Wo ist denn deine Mutter? Sag mal, bist du stumm? Ja, also, ich muss jetzt gehen, ich muss nach Hause. Kann ich dich noch irgendwo hinbringen? Soll ich dir Geld geben für eine Fahrkarte? So, Ladies, ich glaube ja, dass das da bequem ist, aber es hilft dir nichts. Okay. Was ist denn? Was hast du denn? Was ist denn? Franziska, misch dich da nicht ein. Na komm. Komm. Und wenn das Kind gar nicht von zu Hause ausgerissen ist? Und wenn seine Mutter im Krankenhaus liegt und das Kind hat Angst gekriegt und ist einfach weg? Ja, und sowas habe ich auch schon gedacht. Naja, wenn's blöd läuft, Franziska, bist du wegen Kidnapping dran. Okay, so ein Schmarrn. Ich sag nur, wie es ist. Nachher sitzt du in Stadelheim und windest dich. Schmarrn. Max, wie sie mich angeschaut hat, ich muss sie einfach mitbringen. Jetzt schleppst keine zwielichtigen Kerl mehr an, sondern streunende Kinder. Also ehrlich, Franziska, eine Riesensteigerung. Du kannst doch das Kind nicht einfach zur Polizei bringen wie eine Verbrecherin. Die kenne ich. Woher kennst du die denn? Die verstehen Sie ja blendend. Jetzt haben wir hier ein Schweigen in Stereo. Hast du dir wehgetan? Ist dir jetzt runtergefallen? Alles okay. Die hat sich ja absichtlich runterfallen lassen. Armes Kind. Ist ja gut. Was ist das denn? Die ist aber schön. Ich habe auch so welche oben in meinem Zimmer. Eine ganze Sammlung. Willst du sie sehen? Hm? Margaretenheim? Ja, guten Abend, hier ist Franziska Luck ins Land. Ich bin nur die Nachtschwester. Wer ist da? Ach, wach, hey. Rufen Sie zu den Geschäftsleitern an, die werden ja alle wach hier. Wo bin ich denn gelandet? Margaretenheim. Gute Nacht. Es gibt ja so Frauen, kinderlose Frauen. Einfach losgehen, um ein Kind zu klauen. Ach, sei still, Max. Sie hat mich an uns erinnert, als der Anruf kam, dass unsere Eltern verunglückt sind. Weißt du noch, wie du da gestanden bist? Wir waren so hilflos. Und irgendwann hast du mich angeschaut und hast meine Hand genommen. Und ab da warst du mein großer Bruder. Bis heute. Jetzt hast du einen Job und da kümmerst du dich nicht drum. Wir haben 20 Übernachtungen für nächsten Monat. 15. Und die haben uns feiern heute Abend ihren Geburtstag bei uns mit 40 Leuten. Das wird schon wieder, Max. Laue Phasen hat es früher auch gegeben. Heute Nachmittag gehe ich in den Kosmetiksalon, das verspreche ich dir. Aber vorher muss ich noch was erledigen. Das Mädchen schläft, mach dir keine Sorgen. Die ist total übermüdet. Mach dir keine Sorgen, mach dir keine Sorgen. Natürlich mache ich mir Sorgen. Die muss noch was essen und trinken. Danke, Max.
Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Entschuldigung, Schwester, haben wir heute Nacht telefoniert? Also, dann müssen Sie die Stück schlafwandelt haben. Wollen Sie jemanden besuchen? Ich würde Ihnen gerne was zeigen. Grüß Gott, ich bin die Schwester Josefa. Grüß Gott, Franziska Luckensland. Kennen Sie dieses Mädchen? Oh, jetzt ist weg. Die Schwester Amalia hat auch so ein Handy mit allem Schnickschnack. Die kann sogar Filme damit drehen. Das ist ja eine etwas ältere Version. Das haben Sie wahrscheinlich schon eine Weile, gell? Ja. Es ist ja eine tolle Erfindung. Ah, und das ist ein super Spiel. Dingo Rettel heißt es. Haben Sie das schon einmal gespielt? Also das müssen Sie unbedingt einmal machen. Das ist total entspannend. Ja, ich meine, die Töne, die kann man ja ausschalten. Das kann ich Ihnen ganz schnell machen. Nein, danke. Das ist nicht nötig. Kennen Sie das Mädchen? Ja, das ist ja die Yolanda, die Enkelin von der Frau Adler. Yolanda? Also ich sage Ihnen, neulich ist die hier angekommen, aber schon sowas von verzauselt. Dann habe ich zu ihr gesagt, du, so kannst fein nicht zu deiner Oma. Dass dich deine Mutter überhaupt so rumlaufen lässt. Sieh, dann hat sie auf dem Absatz kehrt gemacht und ist davon gerannt. Wissen Sie, wo ich Ihre Mutter erreichen kann? Ja, kommen Sie mal mit. Es ist ja schon ewig her, dass die da war. Wann war denn das? Ach, gehen Sie doch schon einmal vor. Sagen Sie mal, sind Sie auch von der Polizei? Ich? Nein, warum? Gut, geht's schon mal. Polizei? Sehe ich so aus? Ich bin Kosmetikerin und ich habe viel zu tun. Und was machst du denn hier, Franziska? Spielst du wieder Detektivin? Spielen Sie wieder Detektivin, Frau Luginsland? Oh je. Yeah. Kommissar Westhoff, ich grüße Sie. Meine Kollegen Lauser kennen Sie ja noch. Und der Kotzbrocken, na Prost, Mahlzeit. Und die Dame? Kennen Sie die auch? Ich? Nein, wieso? Ich wollte hier, ich ja, wollte Frau zum Tanzen. Entschuldigen Sie bitte, entschuldigen Sie, mir ist noch was einfallen. Das letzte Mal, wo die Mutter mit dabei war, das war am Buß- und Betag, das weiß ich noch ganz genau. Aber wo die wohnt, das kann ich Ihnen natürlich auch nicht sagen. Ich weiß auch gar nicht, ob die Frau Adler das weiß, weil das Verhältnis war ja nicht so. Hat die Yolanda was angestellt? Wo ist das Mädchen, Frau Luginsland? Keine Ahnung. Kann ich mal Ihr Handy haben? Haben Sie kein eigenes? Wo ist Yolanda Gabarek? Gabarek? Ja. Gabarek. Wie der berühmte schwedische Trompeter. Er spielt Saxophon und außerdem ist er Norweger. Ich weiß nicht, wo das Mädchen ist. Woher stammt das Foto? Das hat mir eine Bekannte geschickt. Sie macht sich Sorgen, weil sie das Mädchen schon lange nicht mehr gesehen hat und weil sie ihre Mutter nirgends erreicht. Da habe ich versprochen, mal nachzufragen. Und warum macht Ihre Bekannte das nicht selber? Weil sie im Krankenhaus liegt. Tut mir leid, aber ich muss jetzt wirklich zur Arbeit. Geld verdienen. Darf ich? Danke. Frau Luginsland. Ja? Sie haben sich schon einmal in unsere Arbeit eingemischt und wir konnten Sie gerade noch vor dem Schlimmsten retten. Ja, Herr Kommissar. Ich möchte gerne vermeiden, dass Sie sich strafbar machen. Ich passe schon auf. In welchem Krankenhaus liegt Ihre Bekannte denn? Groß Hader. Du hast noch 5 Sekunden, mich zu fragen, wie sie heißt. Dann bin ich um die Ecke. 3, 2, 1. Steinherr? Ich bin's, Franziska. Kannst du mir einen Gefallen tun? Prinz. Ja, sehr. Ja, der Westhof war in dem Heim eben. Das ist jetzt genau. Die Suche nach dem Mädchen, die Kripo, verstehst du? Ich würde wieder ermordet worden. Franziska, red heute lauter. Das geht jetzt nicht. Der Westhof hat mir natürlich nichts Genaues gesagt, aber es muss ungefähr 2 Monate her sein. Das ist ja super präzise. Bist du wieder detektivisch? Ich schau dann mal. Danke. Das ist fein Korbüro hier, gell? Schluck dich nicht.
Gemacht. Heiße Schokolade. Aber langsam trinken. Sehr heiß. Ich bitte Sie, Franziska, wir sind doch eine gesunde Stadt. Aber es gibt Leute, die wollen überall mithalten. Auto, Klamotten, Urlaub. Ja, und das kostet. Und dann geht's los mit Schulden machen. Und dann. Jetzt bitte mal stillhalten, Frau Geißler, ja? Schuldenfalle. Und an der Körperpflege, da sparen die Leute immer zuerst. Also ich finde das schlimm. Oh, da sehe ich noch was. Auf. Entschuldigung. Die sitzen bei mir immer so fest. Also bevor ich mir keine Kosmetikerin mehr leisten kann, habe ich zum Hubert gesagt, da verkaufe ich lieber mein Auto. Ja, da gehe ich zu Fuß. Und dann ist das Geschrei losgegangen. Das Auto, das Allerheiligste. Sieh, da ist er wie alle anderen. Und bitte, die tappen doch selber rein. So ist es doch. Mhm. Mein Auto, mein Haus, mein was, weiß ich. Hauptsache immer überall dabei sein wollen. Ist doch schrecklich, gell? Ja, furchtbar. Schön, Sie mal als Gast zu sehen. Die Herren wollten die Zimmer durchsuchen, haben aber leider keinen Durchsuchungsbefehl. Verlassen Sie nicht auf ein Blatt Papier, Luginsland. Wir kriegen schon heraus, warum sich Ihre Schwester schon wieder in unsere Arbeit einmischt. In welche Arbeit denn? Ein Mordfall, Frau Luginsland. Drei Verdächtige. Ein Mann, eine Frau und ein Mädchen. Das kennen Sie bereits. Jolanda Gabarek. Sie verdächtigen das kleine Mädchen in einem Mordfall? Kinderkriminalität ist nichts, was es nur in Südamerika gibt, Frau Luginsland. Leider gibt's auch bei uns. Kann es sein, dass das Mädchen und seine Mutter Gäste waren hier in ihrem Lokal oder in ihrer Pension? Nein. Herr Luginsland, darf ich mal in Ihr Gästebuch gucken? Selbstverständlich. Bringen Sie mir ein Blatt Papier, wo draufsteht, dass ich dazu verpflichtet bin. Das Mädchen ist nicht hier. Können wir sonst noch was für Sie tun? Unterschlagung von Beweisen, illegale Beherbergung und Verhinderung von Ermittlungsarbeit. Frau Luginsland. Ganz vorsichtig, ja? Frau Luginsland, es ist nicht meine Schuld, dass wir uns schon wieder über den Weg laufen. Auf Wiedersehen, Herr Westhoff. Servus, Witzleut. Servus. Grüß dich, Valo. Danke. Wieso hast du die Deko abgehängt? Die haben abgesagt. Die Frau Herrmann ist krank. Und wenn die Großmutter krank ist, müssen sie die Feier absagen. Das glaubst du doch selber nicht. Naja, wenn die Oma alles zahlt. Was wollten die von euch? Naja, hast was gefunden? Alles dabei. Lauter Morde extra für dich. Der Mordverdächtige da oben. Bitte, dich, Max, die kleine Maus, der spinnt doch, der Westhoff. Du musst was unternehmen, Franziska. Die sind doch nicht blöd, die kommen morgen wieder. Die lassen sich von dir doch nicht auf der Nase herumtanzen. Nicht schon wieder. Bin gleich wieder da. Ein Mordverdächtige? Ja, Kind. Magst du ein Bier? Na? Hast dir meine Muschelsammlung angesehen? Müsste ich mal wieder abstauben, was?
Der Max und ich, wir sind ungefähr so alt wie du auf dem Foto. Das ist das letzte Bild, was ich von meinen Eltern habe. Leider sind sie kurz darauf verunglückt. Ich bin ziemlich froh, dass meine Tante dieses Foto noch gemacht hat. Zeigst du es mir mal? Guck dir mal den Max an mit seinen Knickerbockern. Der sieht ja vielleicht komisch aus. Ganz anders als heute, was? So dünn. Ich war bei deiner Oma heute. Du hast so fest geschlafen, da wollte ich dich nicht wecken, sonst hätte ich dich mitgenommen. Die Schwester Josefa, die ist ganz schön verrückt, was? Und deine Oma, ist die nett? Ah, Maxens Wunderschokolade. Die macht er mir auch immer, wenn es mir schlecht geht. Du, die Polizei, die sucht nach dir und deiner Mama. Die waren gerade unten in der Gaststätte. Die sind aber schon wieder weg, brauchst keine Angst zu haben. Aber du musst mir jetzt sagen, was passiert ist, sonst kann ich dir nicht helfen. Yolanda. Wir waren schon fleißig. So, das sind jetzt die einfachen Morde, das sind die Hurenmorde und das sind die Entführungen. Klasse. Der kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, den habe ich schon mal gesehen. Du kennst den Mörder und versteckst eine Zeugin? Zeugin? Was heißt hier Zeugin? Steht da noch gar nicht fest? Außerdem versteckt die Franziska das Mädchen ja nicht, ja? Nicht direkt wenigstens. Wir können die Pension ja zusperren und eine Schlafstätte für Obdachlose draus machen. Da kriegen wir wenigstens einen Zuschuss. Jetzt weiß ich, der war vor Emmas Kosmetiksalon. Der wollte Feuer von mir. Feuer? Mein Feuer. Feuer, Franziska, wollen viele. Hier steht, festgenommen wurde Roland Ensel, Fotobesitzer des Wirtshauses Nickelodeon. Und der Freund des Opfers? Sie mussten ihn laufen lassen. Komisch, aber von Yolanda und ihrer Mutter ist da gar keine Rede. Wahrscheinlich ein Trick von der Polizei. Ermittlungstechnisch. Die Sonne scheint. Die Sonne? Da drüber, meine ich. Kosmetiksalon. Ich habe sie beobachtet.
Eigentlich mehr das Mädchen. Yolanda hat sie beobachtet. Wieso hat Yolanda mich beobachtet? Ist sie bei Ihnen? Sind Sie Ihr Vater? Nee. Der hat sich vor der Geburt erdrückt. Und wo ist Yolandas Mutter? Weg. Ich und Eva, also, ich habe sie bei mir eingestellt, als es ihr ziemlich schlecht ging. Vor ungefähr einem Jahr. Ich habe damit aufgehört. Warum sind Sie denn so nervös? Jetzt tun Sie mal nicht so scheinheilig. Die Polizei war auch schon bei Ihnen. Ich hab Ihr Foto in der Zeitung gesehen. Da habe ich Sie wiedererkannt. Da stand, dass der Mann, der ermordet wurde, dass es ein Freund von Ihnen war. Ist gut. Freund ist gut. Hm? Yolanda war 2 Monate verschwunden. Und vor 4-5 Tagen ist sie hier bei mir wieder aufgetaucht. Und da habe ich sie natürlich gefragt, wo die Mutter ist. Aber sie hat nicht geantwortet. Sie spricht ja nicht mehr. Und wieso sind Sie nicht sofort zur Polizei? Ich muss Eva sprechen. Wieso? Yolanda ist bei Ihnen. Und sie weiß, wo ihre Mutter ist. Hat sie es Ihnen gesagt? Nein. Wo ist Eva? Ich weiß es nicht. Und wenn ich es wüsste, dann würde ich es Ihnen nicht sagen. Warum sind Sie denn verhaftet worden? Als Yolanda plötzlich wieder aufgetaucht ist. Und dann geht sie wieder weg. Ohne ein Wort zu sagen. Einfach so, hart ab. Dann bin ich ihr natürlich hinterher. Kreuz und quer durch die ganze Stadt habe ich sie verfolgt. Vor ihrem Kosmetiksalon ist sie dann stehen geblieben. Ja, und als sie mich gesehen hat, ist sie wieder abgehauen. Vielleicht hat sie zu Frauen mehr Zutrauen. Fragen Sie sie, wo ihre Mutter ist. Ich will Eva nur helfen. Verstehen Sie das? Sie sollten sich besser beherrschen, Herr Nickel. Haben Sie Angst? Vor mir? Da drüben steht die Polizei. Die haben sich da eingemischt. Und stellen Fragen. Die wehtun. Fragen, die wehtun. So, Westhoff. Jetzt stelle ich dir mal eine Frage, die wehtut. Warum tun Sie... Hey, ja, was soll denn das? Also, spinnst du oder was? Jetzt schleicht dir aber ganz schnell. Entschuldigung. Ganz schnell. Schönen Abend noch.
Alles okay? Was machst du denn hier? Ich suche saubere Sachen in Größe 128. Bist du meiner? Ziehst du dir wohl nicht mehr an, oder? Franziska, ich bin wirklich nicht ja, der Meinung. Ja, Max, ich weiß. Guck mal, du bist doch nicht schlecht. Sie ist zu mir gekommen. Von allen Menschen auf der Welt hat sie mich ausgesucht. Ja, dann hat sie ja genau die Richtige ausgesucht. So jemanden muss man erst mal finden. Mhm. Von wegen. So. Passt doch wunderbar. Halt mal den Raum, kriegst du noch einen Gürtel? Guck mal, mit Glitzer. Schick, ne? So. Mmh, und du riechst so lecker. Hör mal, Yolanda. Ich war gestern bei Roland Nickel. Er hat mir erzählt, dass du und deine Mama, dass ihr schon seit vielen Wochen weggelaufen seid. Ist deine Mama vielleicht krank? Dann sag mir jetzt bitte, wo sie ist, ja? Yolanda. Yolanda. War deine Mutter böse zu dir? Hat sie dir wehgetan? Hast du Angst vor ihr? Willst du deshalb nichts sagen? Dann sag mir jetzt, wo sie ist, ja? Bitte. Mir nicht leisten, nicht zur Arbeit zu gehen. Ich habe 2 Jahre nach einem Job gesucht. Weißt du, was das heißt? Ich habe keine Lust, diesen Job wegen dir wieder zu verlieren. Ich habe Schulden am Hals. Ich muss Geld verdienen. Kapierst du das nicht? Franziska. Ich werde mit denen sprechen. Und wenn die sehen, dass es dir bei mir gut geht, dann darfst du bestimmt gleich wieder mit. Wenn ich zur Arbeit muss, dann kommst du einfach mit in den Kosmetiksalon. Kannst du zugucken, wie ich die Frauen schön mache. Wenn du willst, schmiege ich dich auch mal. Es macht Spaß. Glaub mir, Yolanda, die Polizei, die findet deine Mama bestimmt. Jetzt fahren wir mal mit Fahrkarte, ne? Yolanda! Yolanda! Yolanda!
Max. Und ich hab's nicht kapiert. Das wollte sie mir damit sagen. Ich hab ihr die Muschel gegeben. Wie lange ist denn das her? Wann waren wir in der Adria? 2,5 Jahren. Aber so Muscheln gibt's überall. Weißt du nicht mehr? Ich hab die Muscheln auf den Tischen dekoriert. Das fandst du nicht gut. Dann hab ich sie den Kindern geschenkt. Sie hat sie mir gezeigt, weil sie das sagen wollte. Sie hat sie die ganze Zeit aufgehoben. Der Franz hat sich auch dran erinnert. Deshalb ist sie zu uns gekommen. Zu dir? Und ich verrate sie. Bring sie zur Polizei, obwohl ich gesagt habe, dass ich ihr helfen will. Nicht obwohl, weil. Weil du helfen willst, hast du sie zur Polizei bringen wollen. Ja, und jetzt läuft sie da draußen wieder in der Kälte rum. Mutterseelen allein. Das weißt du doch gar nicht. Jetzt hat sie frische Kleider. Warme Socken und einen vollen Bauch. Und vielleicht ist ihre Mutter in der Zwischenzeit ja zur Vernunft gekommen. Das verstehe ich sowieso nicht, wie man das machen kann. Ein Kind allein lassen. Ich fühle mich so schlecht, Max. Ich fühle mich verantwortlich. Was ist denn das wieder? Herrgott, Sakrament, was die da immer reinschmeißen. Entschuldigung. Yes, das haben Sie mich sehr erschreckt. Ist die Yolanda hier? Ja, ich warte. Ein Latte Macchiato, laktosefrei, entkoffeiniert, mittlerer Becher zum Mitnehmen, bitte schön. Ach ja, und die Milch, nicht so aufschäumen, ja? Herr Westhoff? Kaffee. Und einen Kaffee noch. Ja, ich bin noch dran. Ja gut, wenn es nicht früher geht, dann kann man nichts machen. Danke dir. Wir sind dann pünktlich bei Ihnen, Herr Staatsanwalt. Ja, danke. Vor 14 Uhr kriegen wir den Untersuchungsbeschluss nicht. Ja, nur 3 Gerichtstermine vorher. Zucker? Nein. Wie heißt dieser Bekannte von der Frau Lugenstein? Wilhelm Steiner, genannt Wallo. Betreibt einen Zeitungskiosk in der Nähe der Pension. Gut. Dann kaufen wir ein paar Zeitungen. Dann schauen wir, was wir Neues erfahren von diesem Herrn Wallo. Sei es vorsichtig. Ja, ich sag's noch. Schwester Josefa, bitte überlegen Sie doch noch mal ganz genau. Als die Yolanda und ihre Mutter das letzte Mal hier waren, ist Ihnen da was aufgefallen? Hatte Eva Gaberek irgendwas gesagt? Ich habe ja immer mal versucht, mit ihr zu reden, aber da ging ja gar nichts. Ne? Mei, und wie die beiden ausgeschaut haben. Das Kind, ne? und die Mutter so müde, so krank. Ne? Und dann hat sie so ein bisschen gerochen. Also ehrlich gesagt, gestunken hat es nach Alkohol. Ne? Also wirklich, ich habe den Eindruck gehabt, die Yolanda schämt sich für ihre Mutter. Ne? Ja, und wo sie dann das letzte Mal da war und die Frau Adler besucht hat, das war am Bus- und B-Tag. Also das weiß ich noch ganz genau. Aber das habe ich Ihnen ja schon gesagt gehabt. Gell? Da hat die Frau Gaberek ihre Tochter gebeten, auf dem Flur zu warten. Ne? Wollte sie nicht mit reinnehmen, zur eigenen Oma. Sie, und da ist das Kind da gestanden, wie ein Hund vor der Tür. Und drin hat es sie dann Mord gegeben. Und warum haben Sie nichts gemacht? Ja, hab ich doch. Ich bin ja hin, ich wollte die Kleine ja mitnehmen, wollte ihr was zum Essen geben. Aber die hat sich ja nicht um einen Zentimeter da wegbewegt. Ne? Und wie ich dann an die Tür geklopft habe, da ist die Eva Gaberek rausgestürmt und weg waren die. Was hat die Frau Adler gesagt? Ja. Reden Sie mit ihr, dann sehen Sie schon, was die sagt. Was ist höher? Dame oder König? Der König. Frau Adler, danke. Das ist gut für die Verdauung. Frau Adler, ich würde gerne wissen, wie Ihre Tochter aussieht. Hätten Sie vielleicht ein Foto? Schöne Eva. Ich würde gerne mit ihr sprechen, aber ich weiß nicht, wo ich sie finden kann. Können Sie behalten. Der Maximilian Schell. Kennen Sie den? Hm? Das ist der mit dem Schal um. Und der Loriot. Nein, der nicht. Den habe ich jetzt verwechselt. Der Franz Beckenbauer war es, glaube ich. Was ist denn mit denen? Die kaufen alle in Evas Boutique ein. Eva ist eine erfolgreiche Geschäftsfrau.
Ich habe eine Autogrammkarte von der Frau, die mit dem Schauspieler verheiratet ist, der in dem Film gespielt hat, wo der... Wo ist denn die Boutique von ihrer Tochter? Gegenüber von Hollywood. Ja. Genau. Lernen, Ihre Karosserie richtig einzuschätzen. So, jetzt setzen Sie am besten noch einmal zurück. Runterdrücken rechts. Das heißt, meine Karosserie einschätzen. Wenn ich sehe, dass ich da nicht reinkomme, dann suche ich mal einen anderen Parkplatz. Also den da drüben zum Beispiel. Ja, weil das so leicht geht, dann hat man immer in ganz München kein Parkplatzproblem mehr. Und geht weiter. Geht. Oh Gott. Das darf doch nicht wahr sein. Sie können doch jetzt nicht telefonieren beim Autofahren. Emma? Rose? Ja, hallo, hier ist Franziska. Ich kann heute leider nicht in den Salon gehen. Was? Was soll das heißen? Ich krieg doch so schnell für dich keinen Ersatz. Ich muss ein Kind suchen. Die Jolanda ist weggelaufen. Wie ein Kind? Seit wann hast du ein Kind? Das erkläre ich dir ein anderes Mal. Aber ich kann jedenfalls heute nicht kommen und morgen wahrscheinlich auch nicht. Also das heißt, du kannst heute nicht und morgen auch nicht? Also, Franziska, ehrlich, das finde ich jetzt schon... Ja, ich verstehe das ja. Also, Franziska... Ich bin dir auch sehr dankbar, dass du mir den Job gegeben hast, aber es geht jetzt wirklich nicht, es ist wichtig. Ja, dann müsst ihr halt umdrehen! Tschüss. Sie sind nicht verwandt mit Eva Gabarek und Sie arbeiten auch nicht für die Polizei. Selbst wenn ich wüsste, wo Jolanda Gabarek ist, dürfte ich Ihnen darüber keine Auskunft geben. Das verstehe ich. Aber was ich nicht verstehen kann, ist, wie es passieren kann, dass ein Kind 2 Monate nicht zur Schule kommt und keiner was unternimmt. In 2005 haben wir Frau Gabarek 5-malig Aufforderungen geschickt, sich mit uns in Verbindung zu setzen, um das wiederholte Fernbleiben ihrer Tochter vom Unterricht zu erläutern. Keines hat sie beantwortet. Und die letzten beiden Schreiben in die Heimhauser Straße sind zurückgekommen. Empfänger unbekannt verzogen. Die Eltern sind nicht verpflichtet, uns ihren neuen Wohnort mitzuteilen. Alle wichtigen Informationen haben wir der Polizei gegeben. Fragen Sie dort nach. Das werde ich. Und du wirst dich noch umgucken. Blöde Kuh. Ich suche Roland Neckel. Ist er hinten in seinem Büro? Nee, der ist oben in der Wohnung. Aha. Wo ist das? Ich zeig's Ihnen. Hinten durch. 2. Stock bei Gabarek. Akute Schlamasselgefahr. Ich will jetzt wissen, was in der Nacht passiert ist.
habe gerade die Blumen hier gegossen. Aber ich glaube, ich habe sie ertränkt. Ich möchte wissen, was die Kleine so verstört hat, dass sie vor ihrer Mutter wegrennt und kein Wort mehr redet. Hier habe ich Eva wohnen lassen. Bitte. Hat ja mit ihrer Boutique alles verloren. Riesenschulden gehabt. Ich habe sie da ein bisschen unterstützt. Aber trotzdem hat sie immer wieder heimlich Geld von mir genommen. Und hat gemeint, ich mag's nicht. Tja, hätte man schön was draus machen können. Renovieren, so. Ich weiß noch, wie sie das erste Mal zu mir in die Kneipe kam. Da ist sie immer wieder aufgetaucht und irgendwann mal verknallt. Aber als wir dann zusammen gearbeitet haben, da habe ich ihr immer gesagt, es muss klar sein, wer der Chef ist. Und das heißt, dass Sie bestimmt haben, dass sie mit den Gästen trinkt? In ihrer Boutique? Da hat sie immer mit diesen Schicki-Micki-Weibern Champagner gesoffen. Ja? Und dann haben sie mal ein paar Fummel anprobiert und haben sie noch ein Gläschen gekippt, ja? Und Eva immer kräftig mit, ja? Immer dabei sein, dabei sein, dabei sein. Ja? Aber alles auf ihre Kosten natürlich. Ja, und dann sind sie weggestöckelt und ohne was zu kaufen. Ja? Und bei Ihnen? Wollte sie da auch immer dabei sein? Landa mal geschenkt. Ist sie jede Nacht mit eingeschlafen. Ich habe ihr alle Möglichkeiten geboten. Der Laden läuft super. Was denn für Möglichkeiten? Sie hätte ja nicht trinken müssen. Nur ausschenken. Sie kann sehr gut mit Leuten umgehen und die Gäste sind ja bald nur noch wegen ihr gekommen. Aber ist ja völlig in Ordnung. Sie hat mir geholfen, ich habe ihr geholfen. Ja, und weil alles so in Ordnung war, da ersticht sie eben mal so einen guten Freund von Ihnen, oder was? Und Sie ab. Ich dachte, Ihnen geht's ums Kind. Schnüffler habe ich hier genug gehabt, verstehen Sie? Habe ich keinen Bock mehr drauf. Hauen Sie ab! Wiedersehen! Sie sind so voller Selbstmitleid, dass Sie nichts davon mitkriegen, was um Sie herum passiert. Was redest denn da? Ich hab sie angestellt. Ich hab ihr eine Wohnung gegeben und ich hab sie geliebt. Und sie hat mich auch geliebt. Was wollen Sie eigentlich? Soll ich Ihnen sagen, warum Eva verschwunden ist? Weil sie Angst vor Ihnen hatte. Weil sie beobachtet hat, wie Sie diesen Mann umgebracht haben. Du hast nichts kapiert! Du hast gar nichts kapiert! Glanzleistung, Franziska Lukensland. Vielleicht liebt er sie wirklich. Du hast ihr geholfen, sie hat dir geholfen. Du warst froh, dass die Gäste wegen ihr kamen. Und Yolanda musste mit ansehen, wie ihre Mutter wieder zu trinken anfing. Stau hinter uns. Vielleicht sollte man doch mal mit dem Block fahren. Nee, nicht noch mal 10 Minuten. Und die Lage auch nicht besser. Die sollen sich beeilen. Wenn es mit dem Auto nicht klappt, nimm doch die Öffentlichen. Sowieso Zeitverschwendung, was wir hier machen. Die Lügensland müssten wir observieren, das wär's. Seien Sie nicht so pessimistisch, Lauser. Jetzt kommt doch Bewegung in die Sache. Wenn es nach mir ging, wird der Nico schon seit 2 Monaten hinter Schloss und Riegel sitzen. Wäre der Fall auch abgeschlossen. Es geht aber nicht nach Ihnen, sondern nach dem Staatsanwalt. Und solange die Eva Gabarek nicht auftaucht und den Nico belastet, solange müssen wir ihm glauben, dass er im Konzert war. Er geht dann heute noch zu Donovan.
die Philharmonie. Er kann doch gar nicht singen. Gitarre spielen kann er auch nicht. Wenn die Luginsland was damit zu tun hat, dann wissen das ihre Freunde auch. Wie heißt er nochmal? Wallo. Kann ich Ihnen helfen? Grüß Gott, ich bin Franziska Luginsland. Ich suche die Frau Gabreck, die wohnt doch hier, oder? Sind Sie vom Sozialamt? Nein, ich bin eine Bekannte von der Frau Adler, der Mutter von der Frau Gabreck. Die alte Kuh, mit der hat's die Eva nicht leicht gehabt. Aber jetzt ist ja wohl völlig, oder? Lebt die Anno. Psst. Ich dachte schon, Sie kommen wegen dem Mädchen, der Yolanda. Schlimm war das. Wie die Eva abgestürzt ist, das kann man gar nicht anders sagen. Die hat sich einfach übernommen mit ihrem Modegeschäftel. Haben Sie mit ihr darüber gesprochen? Man will sie ja nicht aufdrängen. Hinterher sind die Leute beleidigt, weil man sich eingemischt hat. Entschuldigung, Sie sind Frau Luginsland? Ja. Wenn Sie bitte meinen Wagen Platz nehmen, Herr Westhoff wird gleich da sein. Das ist der Herr von der Kripo. Brauchen Sie keine Angst haben, der Herr ist in Ordnung. Hier ist niemand. Das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Hier ist kein Kind. Sie sind noch nicht mal ein Gast hier. Warum machen Sie das, Frau Luginsland? Weil du es nicht machst. Frau Luginsland, Sie glauben gar nicht, wie viel Hobbydetektive München hat. Es gibt einen, der nennt sich Sherlock Holmes. Er taucht immer mit Karos und mit einer Pfeife im Mund an den Tatorten auf. Aber so eine sind Sie doch nicht, oder? Trag ich Karos? Rauche ich Pfeife? Was bin ich denn für eine? Genau das versuche ich eben herauszubringen. Sie könnten sich eine Menge Ärger und uns viel Arbeit ersparen, wenn Sie mir sagen würden, wo Sie das Mädchen versteckt haben. Wenn wir das Mädchen bei Ihnen finden, dann kommen Sie in Untersuchungshaft. Was hat die Kleine mit dem Mord zu tun? Sie war am Tatort, genauso wie ihre Mutter. Ihr Freund Wallo hat gesagt, Sie haben ihm gegenüber den Namen des Mädchens erwähnt. Wallo? Ja. Wir haben uns etwas in Ihrem Viertel umgehört. Ja, Westhoff? Gut, ich komme direkt hin. Kommen Sie. Was ist mit Roland Nickel? Er behauptet, dass Eva Gabreck Geld unterschlagen hat, obwohl er sie finanziell unterstützt hat. Eher sie? Sie doch eher ihn. Wie meinen Sie das? Eva Gabreck hat unseren Ermittlungen zufolge öfter mal einen Mann in ihre Wohnung genommen und ließ sich dafür bezahlen. Glauben Sie, dass Nickel der Mörder ist? Nickel war an dem Abend in dem Konzert und als er zurückkam, war das Opfer bereits tot. Seiner Aussage nach. Steigen Sie ein. Wir haben zufällig den gleichen Weg. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass sie nicht da ist. Ja, das werden wir ja sehen. Sie haben Sie halt getäuscht, Herr Kommissar. So was passiert. Wir haben uns nicht getäuscht. Frau Luginsland. Meine Herren, Sie können gehen. Was ist? Sie auch? Kommen Sie. Also? Ich höre. Ich weiß wirklich nicht, wo sie ist. Ich wollte sie ja zu Ihnen bringen, aber sie ist weggelaufen. Sie hat so furchtbare Angst vor der Polizei. Das ist normal. Das hat jeder Verbrecher. Das ist doch absurd. Sie haben eine Verdächtige in einem Mordfall versteckt und das hier reicht, um sie 48 Stunden einzusperren. Und das werden wir auch gleich machen.
Wag ja nicht, deine Wurstfinger an mich zu legen. Geht doch. Das ist doch gar nicht nötig, Frau Lugensland. Wenn Sie uns klipp und klar sagen, was Sie wissen von Anfang an. Guten Abend. Entschuldigung, aber Sie sitzen an unserem Tisch. Das ist mein Mann, der Franz. Setzen Sie sich bitte woanders hin, ja? Na, wirklich nicht. Komm, Rosi, setz dich hierher. Ich muss sowieso mal wohin. Ich glaube, ich muss auch. Dürfen wir? War nicht wirklich. Lassen Sie das, Herr Lugensland. Sie haben schon genügend Ärger mit der Polizei. Wie heißen Sie? Ich weiß, dass ich schon wieder was mache, was ich eigentlich machen sollte, aber ich muss es sagen. Warum? Weil ich damit angefangen habe und Frau Yolanda zu mir gekommen ist. Und wenn dich da wirst du wirklich einsperren lässt? Ja, das will er ja. Deswegen muss ich jetzt hier raus. Ich muss die Kleine finden und zwar vor der Polizei. Ich lasse sie jetzt nicht im Stich. Und wenn du wegen der ganzen Aktion deinen Job verlierst, Mensch, endlich hast du mal wieder ein. Hilf mir lieber, hier unbemerkt rauszukommen. Ja, ja, den Typen da draußen. Da wird mir schon was einfallen. Halt immer ein bisschen länger, gell? Aber sie kriegen auch ein schönes Trinkgeld von uns. Sonst einmal, das Leder fühlt sich ja besser an, wie es ausschaut. Wo kommen Sie denn her? Aus dem Scheißhaus, siehst du doch. Ganz ruhig, liebe Frau. Ja? Ich bin keine liebe Frau. Au! Wer bist du? Bleib stehen, Mensch! Pest oder Cholera? Sie mich da vorne raus. Ich habe Ihnen was Wichtiges zu sagen. Das interessiert mich nicht. Frau Lugensland! Lassen Sie mich in Ruhe! Jetzt warten Sie doch mal einen Moment! Bitte! Lassen Sie mich in Ruhe! Hören Sie! Eva hatte keinen Job und Riesenberg Schulden. Und es war ja auch kein Mensch mehr für sie da, außer ihre kleine Tochter. Und ich habe ihr dann 30.000 Euro gegeben, damit sie einen Teil ihrer Schulden bezahlen kann. Ja, und dafür haben sie gezwungen, mit Männern zu schlafen. Ich wollte ihr das Geld doch schenken. Aber sie wollte unbedingt was dafür tun. Habe ich ihr gesagt, da kannst du bei mir am Tresen arbeiten. Ja, und dann, manche Gäste haben mit ihr geflirtet und... Ja, so kann man das auch nennen. Hören Sie zu. Ich habe nichts davon gewusst, dass sie mit den Männern in die Wohnung geht. Sie hat gesagt, sie wollte das Geld abarbeiten. Ja. Abarbeiten. Dreck. Irgendjemand hat dann rum erzählt, dass man mit ihr aufs Zimmer kann. Und ihr Spätzle, der Volkmann? Das ist ein Arschloch. Scheiße. Ich hab Volkmann nicht erschlagen. Liebster, ich wollte dir nicht wehtun. Die Männer haben mir nichts bedeutet, kein einziger. Ich hoffe, du wirst mir verzeihen. Ich liebe dich, Eva.
Yolanda. Franziska? Ja, Max. Wo steckst du? Im Kosmetiksalon. Mach dir keine Sorgen. Ich soll mir keine Sorgen machen? Du bist von der Polizei gesucht. Die überwachen das Haus. Draußen steht ein Streifenwagen vor der Tür. Ja, die fahren ja auch dauernd vorbei. Aber ich muss hier noch warten. Versteh das doch. Nein, das verstehe ich nicht. Was ich aber verstehe, ist, dass der Streifenwagen vor der Tür eine sehr ungute Werbung für mein Wirtshaus ist. Ja, ich weiß. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie hierher kommt. Also, tschüss. Zeige im Kosmetiksalon. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn der Kollege tatsächlich geschossen hätte. Aber warum soll sich die Lugensland ausgerechnet auf den Nickel eingelassen haben? Weil die Frau ein untrügliches Gespür hat für die falschen Männer. Das ist doch schon kriminelle Energie, die die antreibt. Das ist ein Samariter-Syndrom. Das haben viele Frauen. Das kommt oft vor. Muss ein extrem langweiliger Beruf sein. Kosmetikerin. Da ist er. Und jetzt? Jetzt trinkt man Bier. Bier. Ja, ein kaltes. Gefallen dir die Stifte? Du darfst dir einen aussuchen. Einer reicht nicht. Ich brauche viele. Ja, dann such dir so viele aus, wie du willst.
meine Mama. Ich glaube nicht, dass deine Mama hier wohnt. Wir müssen hier rein, das ist ganz wichtig. Du hast mir versprochen, wir gehen zu deiner Mutter. Sag, du willst Zimmer 1104. Ich warte dort auf dich. Ich kenne nämlich einen Geheimweg. Keine Polizei. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wie darf ich Ihnen behilflich sein? Ich hätte gerne ein Zimmer. Haben Sie reserviert? Nein. Waren Sie schon mal Gast in unserem Hause? Schon oft im Zimmer 1104. Das habe ich besonders gern. Einen Augenblick, ich schaue nach. Wie lange möchten Sie bleiben? Och, nur eine Nacht. Sie haben Glück. Die Suite ist frei. Suite, ja, schön. Deine Mutter hierher? Antworte mir. Ich möchte jetzt nichts trinken. Du warst früher schon mal hier mit deiner Mama, stimmt's? Es ist ein sehr schönes Hotel. Wann wart ihr beide denn hier? An Mamas Geburtstag. Sie hat Champagner getrunken. Wer ist da? Housekeeping. Vielen Dank, das ist nicht nötig. Du kannst wieder rauskommen. Komm du rein. Was? Ich soll in den Schrank kommen? Ja, bitte. Mach die Tür zu. Das war der schönste Geburtstag von meiner Mama. Ich habe ganz verrückte Sachen gemacht. Ich bin auf einem Pferd geritten. Ich war nämlich ein Cowboy. Oh, Vorsicht, ein Graben! Yippie! Los, lauf, Pferdchen, lauf! Mamas Boutique, da haben wir auch oft gefeiert. Da kamen immer ganz viele Leute von überall her.
Es gab da so viele schöne Kleider. Und die Mama war ganz stolz. Sonntags sind wir immer in den Park gegangen und haben die Schwäne gefüttert. Da waren immer Schwäne und immer ganz viele. Komm, Mama! Und da haben wir altes Brot mitgenommen, weil das mögen die Schwäne besonders. Mama, komm! Und dann haben wir ihnen das Brot hingehalten. Dann sind sie gekommen. Und dann haben wir zusammen die Schwäne gefüttert. Die Schwäne, die waren immer da. Auch im Winter. Da war es manchmal ganz schön kalt. Aber das hat ihr nichts ausgemacht. Sie waren trotzdem da. Manchmal konnte Mama abends nicht einschlafen, weil ihr so viele Sachen im Kopf rumgegangen sind. Dann habe ich ein Gedicht vorgelesen oder aufgesagt. Dann hat sie meine Hand gefasst und dann sind wir zusammen eingeschlafen. Kennst du das Gedicht von den Laubfröschen? Nein. Komm. Geht nicht. Aber die. Vorsicht, Kopf anziehen. Okay.
Die laubigen Laubfrösche bitten laut. Der Morgen stellt sich häufig taub und blind. Mit Laub auf den Stimmen, mit Zungen betaut. Für alle, die im Herzen barfuß sind. Wie ist das passiert? Wieso liegt sie denn hier? Keine Sorge, Herr Niklas, das werden wir schon feststellen. Warum ist sie weggelaufen? Ich war doch für dich da. Herr Nickel, vor 2 Monaten lag in deiner Wohnung ein Mann in seinem Blut erstochen. Diese Wohnung war ihre Wohnung, der Mann war ihr Freund und die Frau, mit der er Sex hatte, war ihre Freundin. Und wo waren Sie? Sie waren in einem Konzert. Während ihre Freundin mal wieder einen Mann nach oben geschleppt hat, das glauben Sie doch selber nicht. Jetzt seien Sie mal still, Sie haben auch keine Ahnung! Jetzt, hier! Herr Nickel, geben Sie sich doch zu. Sie haben Ihren Freund rasend vor Eifersucht erstochen. Ich habe dieses Arschloch nicht umgebracht! Ich hab sie doch geliebt. Da sieht man ja, was dabei herauskommt. Mensch, jetzt hörst du mal auf damit, verdammt nochmal! Keine Polizei. Wie? Was meinst du damit, Yolanda? Keine Polizei. Mama hat gesagt, keine Polizei. Keine Polizei, Yolanda. Hörst du? Keine Polizei. Was in der Hand. Er war über meiner Mama. Mama hat ganz laut geschrien. Er hat ihr furchtbar wehgetan. Ich habe die Schere genommen. Bei dem Mann kam ganz viel Blut aus dem Hals. Mamas neue Bluse war voller Blut. Ich wollte nicht, dass sie schmutzig wird. Ich habe die Schere auf den Boden geschmissen. Und dann sind wir beide weggelaufen. Aber die Polizei hat gar keine Schere gefunden. Ich habe die Schere versteckt. Ich habe die Schere verschwinden lassen. Er hat sie geliebt. Und sie ihn. Aber es hat ihr nichts genützt. Er konnte sie nicht mehr retten. Hat sie sich umgebracht? Nee, sieht nicht so aus. Sie hatte keinerlei Abwehrkräfte mehr. Alkohol, Mangelernährung, psychischer Stress, ausweglos. Sie muss sehr einsam gewesen sein.
Die meisten Menschen kommen wieder auf die Beine, wenn was schief geht im Leben. Wenn ihre Träume zerplatzen. Eva nicht. Mikkel hat gesagt, sie hat es freiwillig getan. Sie ist freiwillig mit den Männern ins Bett gegangen. Was heißt schon freiwillig? Wenn man die Selbstachtung verloren hat. Sie hat mit den Männern geschlafen, weil sie ihre Schulden abbezahlen wollte. Das war ihre Art von Selbstachtung. Das verstehst du nicht, Westhoff. Sie hatte die Verantwortung für ein Kind. Haben Sie Kinder, Herr Westhoff? Nein. Komm. Ich will nicht. Nein. Nein. Franziska! Nur ganz kurz. Sie wollte zu dir. Sie heißt Lilly. Lilly heißt du. Sie soll dich beschützen vor den dummen Leuten. Ich habe leider kein so großes Geschenk für dich. Ähnlichen Fall, bloß ja. Da sind zwei Jungs. Ja, einfach so verloren gegangen, mitten in unserer Stadt. Eine Schande ist es. Und ohne die Franziska hätten sie ja die arme Frau immer noch nicht gefunden. Du solltest doch eine Lizenz anmelden. Genau, eine Lizenz. Eine Lizenz zum Schnüffeln. Eine Schnüffellizenz. Vielleicht mit dir, Franz. Du hast die Jolanda wiedererkannt. Du hast ein besseres Gedächtnis als wir alle. Ja, der soll jetzt einmal nicht so viel denken. Der soll jetzt endlich einmal was reden. So. Jetzt freu dich doch mal. So wie keine Zeit, das siehst du doch. Ich helf dir gleich. Ja, hoffentlich. Abend. Bier? Ja, gern. Setzen Sie sich doch. Ich wollte Sie fragen, ob Sie vielleicht Lust haben, morgen Abend zu Jolandas Oma mitzukommen. Weil das Jugendamt würde uns das Kind, also Ihnen und mir, anvertrauen für 2 Stunden oder so. Natürlich mit polizeilicher Begleitung, klar. Da hätten Sie Zeit, eventuell? Ja, nach der Arbeit, eventuell. Ah ja, schön, dann hole ich Sie vom Kosmetiksalon auf. Dann. Okay. Wohl. Danke. Setzen Sie einer doch, wir beißen ja nicht. So, ja. Genau. Prost, ich bin die Rosi. Roland. Roland. Max. Prost. Das ist der Wallo. Wallo, freut mich. Und das ist der Franz. Prost, Tiger-Lilly. Oh. Oh, Herr Franz. Er spricht, wenn er will, ja. Aber nur, wenn er will. Sofort. Nur, wenn du mir einen neuen Hund kaufst. Du kriegst alles, was du willst. Sie sind so voller Selbstmitleid, dass Sie nichts davon mitkriegen, was um Sie herum passiert. Was redest du denn da? Ich habe Sie angestellt. Ich habe mir eine Wohnung gegeben und ich habe Sie geliebt. Und Sie haben mich auch geliebt. Was wollen Sie eigentlich? Soll ich Ihnen sagen, warum Eva verschwunden ist? Weil sie Angst vor Ihnen hatte. Weil sie beobachtet hat, wie Sie diesen Mann umgebracht haben. Du hast nichts kapiert! Du hast gar nichts ganz kapiert! Glanzleistung, Franziska Lugensland.
vielleicht liebt er sie wirklich. Du hast ihr geholfen, sie hat dir geholfen. Du warst froh, dass die Gäste wegen ihr kamen. Und Yolanda musste mit ansehen, wie ihre Mutter wieder zu trinken anfing. Stau hinter uns. Vielleicht sollte man doch mal mit dem Block fahren. Nee, nicht noch mal 10 Minuten. Und die Lage auch nicht besser. Die sollen sich beeilen. Wenn's mit dem Auto nicht klappt, nimm doch die Öffentlichen. Sowieso Zeitverschwendung, was wir hier machen. Die Lügensland müssten wir observieren, das wär's. Seien Sie nicht so pessimistisch, Lauser. Jetzt kommt doch Bewegung in die Sache. Wenn es nach mir ging, wird der Nico schon seit 2 Monaten hinter Schloss und Riegel sitzen. Wäre der Fall auch abgeschlossen. Es geht aber nicht nach Ihnen, sondern nach dem Staatsanwalt. Und solange die Eva Gaberek nicht auftaucht und den Nico belastet, solange müssen wir ihm glauben, dass er im Konzert war. Er geht dann heute noch zu Donovan. In die Philharmonie. Er kann doch gar nicht singen. Gitarre spielen kann er auch nicht. Wenn die Luginsland was damit zu tun hat, dann wissen das ihre Freunde auch. Wie heißt der nochmal? Wallo. Kann ich Ihnen helfen? Grüß Gott, ich bin Franziska Luginsland. Ich suche die Frau Gabrek, die wohnt doch hier, oder? Sind Sie vom Sozialamt? Nein, ich bin eine Bekannte von der Frau Adler, der Mutter von... Walter hat eine E-Mail geschrieben. Wenn der Bergfurt die sieht, dann ist der Walter gefeuert. Was hast du nicht? Dreh dich mal um. Du da. Mach schon. So ist das Leben, Franziska. Knapp vorbei ist auch daneben. Kann ich bitte mal den Fahrschein sehen? Hallo, Entschuldigung. Kann ich mal den Fahrschein sehen, bitte? Hast du keinen Fahrschein? Wenn du keinen hast, dann muss ich dir leider mitnehmen. Hallo, du bist Englisch. Lassen Sie mein Kind los. Moment einmal. Was machst du? Jetzt plötzlich fliegst du aber nicht. Ganz schön knapp eben. Die haben wir ganz gut ausgetrickst, die Kontrollettis, was? Ich bin Franziska und wie heißt du? Die nächste Kiste bestimmt die Bücher vom Mondzimmer. Kannst du mich verstehen? Ha? Wo ist denn deine Mutter? Sag mal, bist du stumm? Ja, also. Ich muss jetzt gehen, ich muss nach Hause. Kann ich dich noch irgendwo hinbringen? Soll ich dir Geld geben für eine Fahrkarte? So, Ladies, ich glaube ja, dass das da bequem ist, aber es hilft dir nichts. Okay. Was ist denn? Was hast du denn? Was ist denn? Franziska, misch dich da nicht ein. Na komm, komm. Und wenn das Kind gar nicht von zu Hause ausgerissen ist?
Und wenn seine Mutter im Krankenhaus liegt und das Kind hat Angst gekriegt und ist einfach weg? Ja, an sowas habe ich auch schon gedacht. Naja, wenn's blöd läuft, Franziska, bist du wegen Kidnapping dran. Okay, so ein Schmarrn. Ich sag nur, wie es ist. Nachher sitzt du in Stadelheim und wunderst dich. Schmarrn. Und Emma, wie fühlt man sich hinterm Steuer? Ja, die ersten 20 Kilometer ging's glatt. Naja, bis eben jetzt. Wieso? Ist irgendwas passiert? Naja, also nichts Schlimmes. Da stand auf einmal die Maria im Weg. Die Maria? Na, die Heilige. Und ich glaub, die da, die ist aus Gips. Die hab ich über den Haufen gefahren. Und? Wie läuft's bei dir? Ach, hier läuft's sehr gut. Gut, super. Du, ich muss jetzt auch Schluss machen, da kommt gerade eine Kundin. Was ich dir noch sagen wollte, wenn die Frau Geisler kommt, ja, sei nett zu ihr. Sie ist so ein bisschen anstrengend und redet viel, aber sie bringt heute die Leute. Also, servus. Es kann ja nicht anders. Aber wie soll ich denn das machen? Telefonier du nur. Wir sind schon weiter auf eine E-Mail geschrieben. Wenn der Bergwort die sieht, dann ist er weiter gefeuert. Dreh dich mal um. Du da. Mach schon. So ist das Leben, Franziska. Knapp vorbei ist auch daneben. Ich kann meine Fahrschein sehen. Hallo, Entschuldigung. Kann ich meine Fahrschein sehen, bitte? Hast du keinen Fahrschein? Wenn du keinen hast, dann muss ich dir leider mitnehmen. Hallo, du bist Englisch. Lassen Sie mein Kind los. Moment einmal. Ganz schön knapp eben. Die haben wir ganz gut ausgetrickst, die Kontrollettis, was? Ich bin Franziska und wie heißt du? Die nächste Kiste bestimmt die Bücher vom Wohnzimmer. Kannst du mich verstehen? Ha? Wo ist denn deine Mutter? Sag mal, bist du stumm? Ja, also. Ich muss jetzt gehen, ich muss nach Hause. Kann ich dich noch irgendwo hinbringen? Soll ich dir Geld geben für eine Fahrkarte? Und Feuer wollen sie bestimmt auch. Ja, das stimmt. Danke. Ich habe heute Abend noch nichts vor, falls du das wissen willst. Haben Sie was gesagt? Was? Sie haben doch gerade was gesagt. Haben Sie nichts gesagt? Die Sonne scheint. Die Sonne? Da drüber meine ich. Ach so. Danke nochmal. Auf Wiedersehen. Kosmetiksalon Rose, Look ins Land. Und Emma, wie fühlt man sich hinterm Steuer? Ja, die ersten 20 Kilometer ging's glatt. Naja, bis eben jetzt. Wieso? Ist irgendwas passiert? Naja, also nichts Schlimmes. Da stand auf einmal die Maria im Weg. Die Maria? Na, die Heilige. Und ich glaub, die da, die ist aus Gips. Die hab ich über den Haufen gefahren. Und? Wie läuft's bei dir? Ach, hier läuft's sehr gut. Gut, super. Du, ich muss jetzt auch Schluss machen, da kommt gerade eine Kundin. Was ich dir noch sagen wollte, wenn die Frau Geisler kommt, ja, sei nett zu ihr. Sie ist so ein bisschen anstrengend und redet viel, aber sie bringt heute die Leute. Also, servus. Es kann ja nicht anders.
telefoniert du nur. Hä? Der Walter hat eine E-Mail geschrieben. Wenn der Bergfurt die sieht, dann ist der Walter gefeuert. Das hast du nicht gemacht. Dreh dich mal um. Du da. Mach schon. So ist das Leben, Franziska. Knapp vorbei ist auch daneben. Du, kann ich bitte mal den Fahrschein sehen? Hallo, Entschuldigung. Kann ich mal den Fahrschein sehen, bitte? Hast du keinen Fahrschein? Wenn du keinen hast, dann muss ich dir leider mitnehmen. Hallo, du bist beginnlich. Lassen Sie mein Kind los. Moment einmal. Ihre Karosserie richtig einzuschätzen. So, jetzt setzen Sie am besten noch einmal zurück. Runterdrücken rechts. Das heißt, meine Karosserie einschätzen? Wenn ich sehe, dass ich da nicht reinkomme, dann suche ich mal einen anderen Parkplatz. Also den da drin zum Beispiel. Ja, weil das so leicht geht, dann hat man immer in ganz München kein Parkplatzproblem mehr. Und geht. Geht weiter, geht. Oh Gott. Das darf doch nicht wahr sein. Sie können doch jetzt nicht telefonieren beim Autofahren. Emma? Rose? Ja, hallo, hier ist Franziska. Ich kann heute leider nicht in den Salon gehen. Was? Was soll denn das heißen? Ich krieg doch so schnell für dich keinen Ersatz. Ich muss ein Kind suchen. Die Jolanda, die ist weggelaufen. Wie, ein Kind? Seit wann hast du ein Kind? Das erkläre ich dir ein anderes Mal. Aber ich kann jedenfalls heute nicht kommen und morgen wahrscheinlich auch nicht. Also das heißt, du kannst heute nicht und morgen auch nicht? Also, Franziska, ehrlich, das finde ich jetzt zwar schon... Ja, ich verstehe das ja. Also, Franziska... Ich bin dir auch sehr dankbar, dass du mir den Job gegeben hast, aber es geht jetzt wirklich nicht, es ist wichtig. Oh, dann willst du halt umdrehen! Tschüss. Sie sind nicht verwandt mit Eva Gabarek und Sie arbeiten auch nicht für die Polizei. Selbst wenn ich wüsste, wo Jolanda Gabarek ist, dürfte ich Ihnen darüber keine Auskunft geben. Das verstehe ich. Aber was ich nicht verstehen kann, ist, wie es passieren kann, dass ein Kind 2 Monate nicht zur Schule kommt und keiner was unternimmt. In 2005 haben wir Frau Gabarek 5-malig Aufforderungen geschickt, sich mit uns in Verbindung zu setzen, um das wiederholte Fernbleiben ihrer Tochter vom Unterricht zu erläutern. Keines hat sie beantwortet. Und die letzten beiden Schreiben in die Heimhauser Straße sind zurückgekommen. Empfänger unbekannt verzogen. Die Eltern sind nicht verpflichtet, uns ihren neuen Wohnort mitzuteilen. Alle wichtigen Informationen haben wir der Polizei gegeben. Fragen Sie dort nach. Das werde ich. Und du wirst dich noch umgucken. Blöde Kuh. Ich suche Roland Neckel. Ist er hinten in seinem Büro? Nee, der ist oben in der Wohnung. Aha, wo ist das? Ich zeig's Ihnen. Hinten durch. 2. Stock bei Gabarek. Ich suche Roland Neckel. Ist er hinten in seinem Büro? Nee, der ist oben in der Wohnung. Wo ist das? Ich zeig's Ihnen. Hinten durch. 2. Stock bei Gabarek. Obacht, Franziska.
akute Schlamasselgefahr. Ich will jetzt wissen, was in der Nacht passiert ist. Die Blumen hier gegossen. Aber ich glaube, ich habe sie ertränkt. Ich möchte wissen, was die Kleine so verstört hat, dass sie vor ihrer Mutter wegrennt und kein Wort mehr redet. Hier habe ich Eva wohnen lassen. Bitte. Hat ja mit ihrer Boutique alles verloren. Riesenschulden gehabt. Ich habe sie da ein bisschen unterstützt. Aber trotzdem hat sie immer wieder heimlich Geld von mir genommen. Und hat gemeint, ich mag's nicht. Tja, hätte man schön was draus machen können. Renovieren, so. Ich weiß noch, wie sie das erste Mal zu mir in die Kneipe kam. Da ist sie immer wieder aufgetaucht und irgendwann mal verknallt. War nicht wirklich. Lassen Sie das, Herr Luginsland. Sie haben schon genügend Ärger mit der Polizei. Wie heißen Sie? Ich weiß, dass ich schon wieder was mache, was ich eigentlich machen sollte, aber ich muss es sagen. Warum? Weil ich damit angefangen habe und Frau Yolanda zu mir gekommen ist. Und wenn dich der Wesen wirklich einsperren lässt. Ja, das will er ja. Deswegen muss ich jetzt hier raus. Die Kleine finden, und zwar vor der Polizei. Ich lasse sie jetzt nicht im Stich. Und wenn du wegen der ganzen Aktion deinen Job verlierst, Mensch, entlass mal wieder ein. Hilf mir lieber, hier unbemerkt rauszukommen. Ja, ja. Den Typen da draußen. Da wird mir schon was einfallen. Pass auf dich auf. Halt immer ein bisschen länger, gell? Aber sie kriegen auch ein schönes Trinkgeld von uns. Sagen Sie mal, das Leder fühlt sich ja besser an, wie es ausschaut. Wo kommen Sie denn her? Aus dem Scheißhaus, siehst du doch. Ganz ruhig, liebe Frau. Ja? Ich bin keine liebe Frau. Au! Wer spinnst du? Bleib stehen, Mensch! Pest oder Cholera? Sie mich da vorne raus. Ich habe Ihnen was Wichtiges zu sagen. Das interessiert mich nicht. Frau Luginsland! Lassen Sie mich in Ruhe! Jetzt warten Sie doch mal einen Moment!
bitte. Lassen Sie mich in Ruhe. Hören Sie, Eva hatte keinen Job und Riesenberg Schulden. Und es war ja auch kein Mensch mehr für Sie da, außer Ihre kleine Tochter. Und ich habe ihr dann 30.000 Euro gegeben, damit sie einen Teil ihrer Schulden bezahlt. Er konnte sie nicht mehr retten. Hat sie sich umgebracht? Nee, sieht nicht so aus. Sie hatte keinerlei Abwehrkräfte mehr. Alkohol, Mangelernährung, psychischer Stress, ausweglos. Sie muss sehr einsam gewesen sein. Die meisten Menschen kommen wieder auf die Beine, wenn was schief geht im Leben. Wenn ihre Träume zerplatzen. Eva nicht. Mikkel hat gesagt, sie hat es freiwillig getan. Sie ist freiwillig mit den Männern ins Bett gegangen. Was heißt schon freiwillig? Wenn man die Selbstachtung verloren hat. Sie hat mit den Männern geschlafen, weil sie ihre Schulden abbezahlen wollte. Das war ihre Art von Selbstachtung. Das verstehst du nicht, Westhoff. Sie hatte die Verantwortung für ein Kind. Haben Sie Kinder, Herr Westhoff? Nein. Komm. Ich will nicht. Nein. Nein. Franziska! Nur ganz kurz. Sie wollte zu dir. Sie heißt Lilly. Lilly heißt du? Soll ich beschützen vor den dummen Leuten? Ich habe leider kein so großes Geschenk für dich. Ja, einfach so verloren gegangen, mitten in unserer Stadt. Eine Schande ist es. Und ohne die Franziska hätten sie ja die arme Frau immer noch nicht gefunden. Du solltest doch eine Lizenz anmelden. Genau, eine Lizenz. Eine Lizenz zum Schnüffeln. Eine Schnüffellizenz. Vielleicht mit dir, Franz. Du hast die Jolanda wiedererkannt. Du hast ein besseres Gedächtnis als wir alle. Ja, der soll jetzt einmal nicht so viel denken. Der soll jetzt endlich einmal was reden. So. Freu dich doch mal. So habe ich keine Zeit, das siehst du doch. Ich helfe dir gleich. Ja, hoffentlich. Abend. Ein Bier? Ja, gern. Setzen Sie sich doch. Ich wollte Sie fragen, ob Sie vielleicht Lust haben, morgen Abend zu Jolandas Oma mitzukommen. Weil das Jugendamt würde uns das Kind, also Ihnen. Dir die Stifte? Du darfst dir einen aussuchen. Einer reicht nicht. Ich brauche viele. Ja, dann such dir so viele aus, wie du willst. Ich glaube nicht, dass deine Mama hier wohnt. Wir müssen hier rein, das ist ganz wichtig. Du hast mir versprochen, wir gehen zu deiner Mutter. Sag, du willst Zimmer 1104. Ich warte dort auf dich. Ich kenne nämlich einen Geheimweg. Keine Polizei. Ja,
Schönen guten Abend. Guten Abend. Wie darf ich Ihnen behilflich sein? Ich hätte gerne ein Zimmer. Haben Sie reserviert? Nein. Waren Sie schon mal Gast in unserem Hause? Schon oft, im Zimmer 1104. Das habe ich besonders gern. Einen Augenblick, ich schaue nach. Wie lange möchten Sie bleiben? Och, nur eine Nacht. Sie haben Glück. Die Suite ist frei. Suite, ja, schön. Hast du mich jetzt erschreckt? Darf ich aufmachen? Halt immer ein bisschen länger, gell? Aber sie kriegen auch ein schönes Trinkgeld von uns. Sagen Sie mal, das Leder fühlt sich ja besser an, wie es ausschaut. Wo kommen Sie denn her? Aus dem Scheißhaus, siehst du doch. Ganz ruhig, liebe Frau. Ja? Ich bin keine liebe Frau. Au! Wer spinnst du? Bleib stehen, Mensch! Pest oder Cholera? Sie mich da vorne raus. Ich habe Ihnen was Wichtiges zu sagen. Das interessiert mich nicht. Frau Lugisland! Lassen Sie mich in Ruhe! Jetzt warten Sie doch mal einen Moment! Bitte! Lassen Sie mich in Ruhe! Hören Sie! Eva hatte keinen Job und einen Riesenberg Schulden. Und es war ja auch kein Mensch mehr für sie da, außer ihre kleine Tochter. Und ich habe ihr dann 30.000 Euro gegeben, damit sie einen Teil ihrer Schulden bezahlen kann. Ja, und dafür haben sie gezwungen, mit Männern zu schlafen. Ich wollte ihr das Geld doch schenken. Aber sie wollte unbedingt was dafür tun. Habe ich ihr gesagt, dann kannst du bei mir am Tresen arbeiten. Ja, und dann, manche Gäste haben mit ihr geflirtet. Und sie, so kann man das auch nennen. Bitte zu. Ich habe nichts davon gewusst, dass sie mit den Männern in die Wohnung geht. Sie hat gesagt, sie wollte das Geld abarbeiten. Ja. Abarbeiten. Dreck. Irgendjemand hat dann rum erzählt, dass man mit ihr aufs Zimmer kann. Und ihr Spätzle, der Volkmann? Arschloch. Scheiße. Ich hab Volkmann nicht erstochen. Verrat sie. Ich bringe sie zur Polizei, obwohl ich gesagt habe, dass ich ihr helfen will. Nicht obwohl, weil du helfen willst, hast du sie zur Polizei bringen wollen. Ja, und jetzt läuft sie da draußen wieder in der Kälte rum. Mutterseelen allein. Das weißt du doch gar nicht. Jetzt hat sie frische Kleider, warme Socken und einen vollen Bauch. Und vielleicht ist ihre Mutter in der Zwischenzeit ja zur Vernunft gekommen. Und das verstehe ich sowieso nicht, wie man das machen kann. Ein Kind allein lassen. Ich fühle mich so schlecht, Max. Ich fühle mich verantwortlich. Was ist denn das wieder
Eltern? Herrgott, Sakrament, was die da immer reinschmeißen. Entschuldigung. Jesus, haben Sie mich jetzt erschreckt. Ist die Yolanda hier? Ja, ich warte. Ein Latte Macchiato, laktosefrei, entkoffeiniert, mittlere Becher zum Mitnehmen, bitte schön. Ach ja, und die Milch, nicht so aufschäumen, ja? Herr Westhoff? Kaffee. Und einen Kaffee noch. Ja, ich bin noch dran. Ja gut, wenn es nicht früher geht, dann kann man nichts machen. Danke dir. Wir sind dann pünktlich bei Ihnen, Herr Staatsanwalt. Ja, danke. Vor 14 Uhr kriegen wir den Untersuchungsbeschluss nicht. Ja, nur drei Gerichtstermine vorher. Zucker? Nein. Wie heißt dieser Bekannte von der Frau Lugenshardt? Wilhelm Steiner, genannt Wallo. Betreibt einen Zeitungskiosk in der Nähe der Pension. Gut. Dann kaufen wir ein paar Zeitungen. Dann schauen wir, was wir Neues erfahren von diesem Herrn Wallo. Das heißt, Vorsicht. Ja, ich sag's noch. Schwester Josefa, bitte überlegen Sie doch noch mal ganz genau. Als die Yolanda und ihre Mutter das letzte Mal hier waren, ist Ihnen da was aufgefallen? Hatte Eva Gaberek irgendwas gesagt? Ich habe ja immer mal versucht, mit ihr zu reden, aber da ging ja gar nichts. Ne? Mei, und wie die beiden ausgeschaut haben. Das Kind, ne? und die Mutter so müde, so krank. Ne? Und dann hat sie so ein bisschen gerochen. Also ehrlich gesagt, gestunken hat es nach Alkohol. Ne? Also wirklich, ich habe den Eindruck gehabt, die Yolanda schämt sich für ihre Mutter. Ne? Ja, und wo sie dann das letzte Mal da war und die Frau Adler besucht hat, das war am Bus- und B-Tag. Also das weiß ich noch ganz genau. Aber das habe ich Ihnen ja schon gesagt gehabt. Gell? Da hat die Frau Gaberek ihre Tochter gebeten, auf dem Flur zu warten. Ne? Wollte sie nicht mit reinnehmen, zur eigenen Oma. Sie, und da ist das Kind da gestanden, wie ein Hund vor der Tür. Und drin hat sie dann Mord gegeben. Und warum haben Sie nichts gemacht? Ja, hab ich doch. Ich bin ja hin, ich wollte die Kleine ja mitnehmen, wollte ihr was zum Essen geben. Aber die hat sich ja nicht um einen... Lassen Sie mich da vorne raus. Ich habe Ihnen was Wichtiges zu sagen. Das interessiert mich nicht. Frau Lugisland! Lassen Sie mich in Ruhe! Jetzt warten Sie doch mal einen Moment! Bitte! Lassen Sie mich in Ruhe! Hören Sie! Eva hatte keinen Job und Riesenberg Schulden. Und es war ja auch kein Mensch mehr für sie da, außer ihre kleine Tochter. Und ich habe ihr dann 30.000 Euro gegeben, damit sie einen Teil ihrer Schulden bezahlen kann. Ja, und dafür haben sie gezwungen, mit Männern zu schlafen. Ich wollte ihr das Geld doch schenken. Aber sie wollte unbedingt was dafür tun. Habe ich ihr gesagt, da kann sie bei mir am Tresen arbeiten. Ja, und dann, manche Gäste haben mit ihr geflirtet. Und ja, sie, so kann man das auch nennen. Bitte zu. Ich habe nichts davon gewusst, dass sie mit den Männern in die Wohnung geht. Sie hat gesagt, sie wollte das Geld abarbeiten. Ja. Abarbeiten. Dreck. Irgendjemand hat dann rum erzählt, dass man mit ihr aufs Zimmer kann. Und ihr Spätzle, der Volkmann? Das Arschloch. Scheiße. Ich hab Volkmann nicht erstochen. Liebster, ich wollte dir nicht wehtun. Die Männer haben mir nichts bedeutet, kein einziger. Ich hoffe, du wirst mir verzeihen. Ich liebe dich, Eva. Können Sie den bitte, Yolanda?
Wo Roland Neckel? Ist er hinten in seinem Büro? Nee, der ist oben in der Wohnung. Aha, wo ist das? Ich zeig's Ihnen. Hinten durch. Zweiter Stock bei Gabarek. Obacht, Franziska. Akute Schlamasselgefahr. Ich will jetzt wissen, was in der Nacht passiert ist. Die Blumen hier gegossen. Aber ich glaube, ich habe sie ertränkt. Ich möchte wissen, was die Kleine so verstört hat, dass sie vor ihrer Mutter wegrennt und kein Wort mehr redet. Hier habe ich Eva wohnen lassen. Bitte. Hat ja mit ihrer Boutique alles verloren. Riesenschulden gehabt. Ich habe sie da ein bisschen unterstützt. Aber trotzdem hat sie immer wieder heimlich Geld von mir genommen. Und hat gemeint, ich mag's nicht. Tja, hätte man schön was draus machen können. Renovieren, so. Ich weiß noch, wie sie das erste Mal zu mir in die Kneipe kam. Ja, da ist sie immer wieder aufgetaucht und irgendwann mal... Geht nicht. Aber die. Vorsicht, Kopf anziehen.
damit Mama nicht mehr so kalt ist. Okay. Halt immer ein bisschen länger, gell? Aber sie kriegen auch ein schönes Trinkgeld von uns. Sagen Sie mal, das Leder fühlt sich ja besser an, wie es ausschaut. Wo kommen Sie denn her? Aus dem Scheißhaus, siehst du doch. Ganz ruhig, liebe Frau. Ja? Ich bin keine liebe Frau. Au! Wer spinnst du? Bleib stehen, Mensch! Pest oder Cholera? Raus. Ich habe Ihnen was Wichtiges zu sagen. Das interessiert mich nicht. Frau Lugisland! Lassen Sie mich in Ruhe! Jetzt warten Sie doch mal einen Moment! Bitte! Lassen Sie mich in Ruhe! Hören Sie! Eva hatte keinen Job und Riesenberg Schulden. Und es war ja auch kein Mensch mehr für sie da, außer ihre kleine Tochter. Und ich habe ihr dann 30.000 Euro gegeben, damit sie einen Teil ihrer Schulden bezahlen kann. Ja, und dafür haben sie gezwungen, mit Männern zu schlafen. Ich wollte ihr das Geld doch schenken. Aber sie wollte unbedingt was dafür tun. Habe ich ihr gesagt, dann kann sie bei mir am Tresen arbeiten. Ja, und dann, manche Gäste haben mit ihr geflirtet und... Ja, sie, so kann man das auch nennen. Bitte zu. Ich habe nichts davon gewusst, dass sie mit den Männern in die Wohnung geht. Sie hat gesagt, sie wollte das Geld abarbeiten. Ja. Abarbeiten. Dreck. Irgendjemand hat dann rum erzählt, dass man mit ihr aufs Zimmer kann. Und ihr Spätzle, der Volkmann? Das ist ein Arschloch. Okay. Die laubigen Laubfrösche bitten laut. Der Morgen stellt sich häufig taub und blind. Mit Laub auf den Stimmen, mit Zungen betaut, für alle, die im Herzen barfuß sind.
Wie ist denn das passiert? Wieso liegt sie denn hier? Keine Sorge, Herr Nickel, das werden wir schon feststellen. Warum ist sie weggelaufen? Ich war doch für dich da. Herr Nickel, vor 2 Monaten lag in deiner Wohnung ein Mann in seinem Blut erstochen. Diese Wohnung war ihre Wohnung, der Mann war ihr Freund und die Frau, mit der er Sex hatte, war ihre Freundin. Und wo waren Sie? Sie waren in einem Konzert. Während Ihre Freundin mal wieder einen Mann nach oben geschleppt hat, das glauben Sie doch selber nicht. Jetzt seien Sie mal still, Sie haben auch keine Ahnung! Jetzt, hier! Herr Nickel, geben Sie sich doch zu. Sie haben Ihren Freund rasend vor Eifersucht erstochen. Ich habe dieses Arschloch nicht umgebracht! Geht nicht. Aber die. Vorsicht, Kopf anzieht. Frau Lugisland. Ja? Sie haben sich schon einmal in unsere Arbeit eingemischt und wir konnten Sie gerade noch vor dem Schlimmsten retten. Ja, Herr Kommissar. Ich möchte gerne vermeiden, dass Sie sich strafbar machen. Ich passe schon auf. In welchem Krankenhaus liegt Ihre Bekannte denn? Großhader. Du hast noch 5 Sekunden, mich zu fragen, wie sie heißt. Dann bin ich um die Ecke. 3, 2, 1. Ich bin's, Franziska. Kannst du mir einen Gefallen tun? Prinz. Ja, sehr. Ja, der Westhof war in dem Heim eben. Das ist jetzt genau. Die Suche nach dem Mädchen, die Kripo, verstehst du? Ich würde wieder ermordet worden. Franziska, red heute lauter. Das geht jetzt nicht. Der
Westhoff hat mir natürlich nichts Genaues gesagt, aber es muss ungefähr 2 Monate her sein. Das ist ja super präzise. Bist du wieder detektivisch? Ich schau dann mal. Danke. Das ist fein Korbüro hier, gell? Verschluck dich nicht. Gemacht. Heiße Schokolade. Aber langsam trinken. Sehr heiß. Ich bitte Sie, Franziska, wir sind doch eine gesunde Stadt. Aber es gibt Leute, die wollen überall mithalten. Auto, Klamotten, Urlaub. Und das kostet. Und dann geht's los mit Schulden machen. Und dann... Jetzt bitte mal stillhalten, Frau Geißler, ja? Schuldenfalle. Und an der Körperpflege, da sparen die Leute immer zuerst. Also ich finde das schlimm. Oh, da sehe ich noch was. Auf. Entschuldigung. Die sitzen bei mir immer so fest. Also bevor ich mir keine Kosmetikerin mehr leisten kann, habe ich zum Hubert gesagt, da verkaufe ich lieber mein Auto. Ja, da gehe ich zu Fuß. Und dann ist das Geschrei losgegangen. Das Auto, das Allerheiligste. Sieh, da ist er wie alle anderen. Und bitte, die tappen doch selber rein. So ist es doch. Mhm. Mein Auto, mein Haus, mein... Yolanda, war deine Mutter böse zu dir? Hat sie dir wehgetan? Hast du Angst vor ihr? Willst du deshalb nichts sagen? Dann sag mir jetzt, wo sie ist, ja? Bitte. Mir nicht leisten, nicht zur Arbeit zu gehen. Ich habe 2 Jahre nach einem Job gesucht. Weißt du, was das heißt? Ich habe keine Lust, diesen Job wegen dir wieder zu verlieren. Ich habe Schulden am Hals. Ich muss Geld verdienen. Kapierst du das nicht? Ich werde mit denen sprechen und wenn die sehen, dass es dir bei mir gut geht, dann darfst du bestimmt gleich wieder mit. Und wenn ich zur Arbeit muss, dann kommst du einfach mit in den Kosmetiksalon. Kannst du zugucken, wie ich die Frauen schön mache. Wenn du willst, schmiege ich dich auch mal. Es macht Spaß. Glaub mir, Yolanda, die Polizei, die findet deine Mama bestimmt. Jetzt fahren wir mal eine Fahrkarte, ne? Yolanda! Yolanda! Yolanda!